Atlas, Klartext. 2 Jahre ist es her, dass sich der erste Teil der Visa-Affäre des Auswärtigen Amtes im Zusammenhang mit Mohammad Ali G. ereignete. Hohe Beamte des Ministeriums setzten Botschaftsmitarbeiter unter Druck, dem vermutlichen Scheinafghanen diverse Dokumente, darunter ein Visum, auszustellen. Deshalb wurden ursprünglich die staatsanwaltlichen Ermittlungen in Berlin und Cottbus eingeleitet. Nun gibt es, auch das ist schon bekannt, knapp 2 Dutzend zusätzliche Fälle von Afghanen, die angeblich in ihrer Heimat gefährdet wären. Und die sind in der Tat schon in diesem Januar nach Deutschland eingereist, wie Business Insider berichtete. Insgesamt kamen 188 und 195 Personen in 2 Charterflügen im Abstand von nur einer Woche. Die Öffentlichkeit nahm keine große Notiz davon. Doch Bundespolizeibeamte fischten 12 Personen heraus, die mit sogenannten Ersatzpässen oder sonst wie ungeeigneten Papieren unterwegs waren. Offenbar waren das aber nicht alle Fälle. Mindestens doppelt so viele waren ähnlich gelagert. Am vergangenen Freitag konnte sich ein Sprecher des Auswärtigen Amtes nur wundern, wie es sein konnte, dass die Afghanen zwar keine ordentlichen Pässe, nämlich nur Ersatzpässe, aber keinen sogenannten Reisepass für Ausländer, besaßen, aber dennoch mit rechtswidrigen Visa einreisten. Dabei waren ihre Reisedokumente nach deutscher Rechtsauffassung nicht visierfähig. Angeblich seien ja diese Proxy-Pässe, die in Afghanistan von lokalen Behörden ausgestellt werden, nicht gar so leicht zu erkennen. Der Hauptunterschied zum normalen Pass ist, dass der Passinhaber nicht persönlich in der Behörde erscheinen muss. Aber eben weil sie normalen afghanischen Pässen ähneln, gibt es besonders geschulte Dokumenten- und Visaberater, die an den Auslandsvertretungen tätig sind. Die werden nun allerdings von der Bundespolizei entsandt. Und so entstand die Presse mehr, dass es ja die Bundespolizei selbst war, die in Islamabad nicht ordentlich geprüft hatte. Doch Business Insider kann hier mit internen Dokumenten aufwarten, die zeigen, dass der Dokumentenberater der Bundespolizei die Proxy-Pässe erkannt und die Botschaftsmitarbeiter darauf hingewiesen hatte. Die Erteilung eines deutschen Reisepasses für Ausländer war erforderlich, beschied der Bundespolizist die Mitarbeiter. Aber sie kam nicht, und das wird auf das Auswärtige Amt zurückgeführt. Ein Botschaftsmitarbeiter in Islamabad hätte sich wohl an die Auskunft des Bundespolizeiexperten gehalten. Nur der Leitungsebene im Auswärtigen Amt ist es zuzutrauen, diese Anweisung auszuschlagen und damit in krasser Weise gegen Recht und Gesetz zu verstoßen. Sie haben nach dem Scheitern der Mission, der Militärmission in Afghanistan, die Parole ausgegeben, so viele Afghanen wie möglich nach Deutschland zu holen. Das machen Sie auch mit Flügen. Es sind zigtausende, über die letzten Jahre sind es fast 2 Millionen Afghanen hier nach Deutschland gekommen, obwohl viele von denen überhaupt nicht integrierbar sind in die Arbeitswelt. Sie belasten die Sozialsysteme. Und jetzt kommt es sogar dazu, dass das Ihr Ministerium mittels illegaler Mittel macht. Wir haben hier das Beweis. Wir haben hier eine E-Mail von Ihrem Referat aus Ihrem Amt, Referat 509, an die Botschaft in Islamabad, wo explizit aufgefordert wird, in gefälschte afghanische Pässe Visa zu erteilen. Ist das Ihre Politik? Machen Sie das absichtlich oder machen das die Beamten, ohne dass Sie das wissen und Sie haben überhaupt keinen Überblick darüber, was in Ihrem Hause passiert? Also da Sie ja gleich wieder auf die Zeit drängen, möchte ich doch mal darauf hinweisen, große strategische Fragen in 30 Sekunden zu beantworten und jetzt Falschbehauptungen, wo es glaube ich 5 an der Zahl waren, in einer Minute zurückzuweisen. Das geht jetzt nur staccato-mäßig und vielleicht stellt ja jedermann dazu nochmal eine Nachfrage. Aber ich werde das alles zurückweisen und wenn die Minute abgelaufen ist, dann werden wir das schriftlich tun. So, das einmal vorweg gesagt haben und einmal hier laut und vor Kamera. Wir beteiligen uns an nichts, was nicht legal ist. Deswegen stehen wir dafür, dass wir die Rechtsmäßigkeit nicht nur von internationalem Agieren immer deutlich ansprechen, sondern dass wir unsere eigene Rechtsordnung hier in Deutschland verteidigen, wenn sie von außen angegriffen werden sollte, und sei es direkt oder sei es indirekt. Und dann gibt es noch sowas wie eine Verantwortung als Ministerin, als Politikerin.
Wir können aus meiner Sicht uns hier nicht hinstellen und sagen, wie falsch es war. Dafür haben wir eine Enquete und einen Untersuchungsausschuss mit Blick auf die Situation in Afghanistan, dass wir Menschen nicht rausholen konnten, und dann sagen, ja, und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Deswegen habe ich mir in meinem Amt mit meinen Mitarbeitenden genauso wie Innenministerin den Kopf darüber zerbrochen, wie wir in einer Situation, wo ein autoritäres Regime ist falsch, ein terroristisches Regime wie die Taliban seine eigene Bevölkerung terrorisiert, wie wir irgendwie dafür sorgen können, dass wir Menschen rausholen können, auch wenn es alles abgeriegelt wird. Und deswegen habe ich mit den Pakistani eine Vereinbarung getroffen, dass Menschen über ihre Grenze kommen können, auch wenn sie keine Pässe haben, weil Pässe werden dort nicht aufgestellt. Wir können alle froh sein, dass wir Reisepässe haben können, um zu reisen. Das funktioniert da nicht. Und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass Frauen und Kinder, insbesondere solche oder Anwältin, Rechtsanwältin, schnellstmöglich aus Pakistan rauskommen können. Dass sie das anders machen würden, das habe ich mehr als zur Kenntnis genommen. Aber ich halte das für unsere internationale Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen. Und dann haben wir einen Hinweis bekommen. Dann ziehen Sie mir die Zeit gleich hinten noch mal ab. Ich antworte dann nur 10 Sekunden. Dann haben wir einen Hinweis bekommen, dass es zu Fälschungen kommen könnte. Dann haben wir unverzüglich das Aufnahmeprogramm gestoppt mit dem Innenministerium zusammen und mit dem Außenministerium zusammen. Aber weil es hier um Rechtsstaatlichkeit geht, da kann die Ministerin nicht einfach sagen, wir heben jetzt Visa auf. Deswegen haben wir gesagt, wir machen zusätzliche Sicherheitsüberprüfung drauf. Dafür brauchen wir Personal. Das tun wir auch. Das tun wir an unserer deutschen Grenze. Das tun wir dort vor Ort. Das heißt für mich Humanität und Ordnung. Und das dazu verpflichtet mich aus meiner Sicht auch unser deutsches Grundgesetz. Herzlichen Dank. Nun wurde in den Medien die Fehlinformation, diese Personen hatten ein Recht auf Einreise, ausgesät, laut Auffassung des Auswärtigen Amtes. Sollte diese Desinformation auch aus dem Auswärtigen Amt stammen, fügt das ein weiteres Puzzleteil zur dort hausenden Korruption hinzu. Laut immer noch aufrechterhaltenen Berichten des Fokus gab es in den vergangenen 5 Jahren Tausende von Einreisen aus Syrien und der Türkei mit minderwertigen und fehlerhaften Dokumenten. Meist beantragten die derart Eingereisten danach Asyl. Die Leitungsebene des Auswärtigen Amtes, für deren Handeln Ministerin Annalena Baerbock die politische Verantwortung trägt, hat sich beim mutwilligen Einfliegen von Afghanen über das Aufnahme- und Ortskräfteprogramm der Bundesregierung als vielfach korrupt erwiesen. Rücktritte wären fällig, am besten ganz weit oben in der Hierarchie. Atlas, Klartext.